In dem Video geht es um nichts weniger als die Zukunft der Kunst und den Einfluss, den sie hat. Ich bin Jonas Eilert, freischaffender Künstler und Bildhauer, und weil ich zu dem Thema viel behaupten kann, bin ich heute auf der ArtMOOC unterwegs, der größten Entdeckermesse und Verkaufsplattform für zeitgenössische Kunst in Süddeutschland. Mein Gesprächspartner ist Reiko Schwalbe, der Initiator dieser Messe, und noch zwei weiterer Kunstmessen in ganz Deutschland. Dazu kommen noch die ein oder andere Ausstellung, also jemand, der wirklich tief in der Materie steckt und der Ahnung hat, wovon er spricht. Also vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Danke an dich. Kurz zu Beginn, vielleicht persönlich nochmal, wer bist du und was ist die Idee hinter der ArtMOOC und den anderen Messen? Also wie du schon sagtest, Reiko, ich bin Berliner und wohne seit 2000 in München, bin eigentlich BWLer, Informatiker und habe aber 2008 mit der Stroke an der Messe für Graffiti und Urban Art versucht, eine Plattform zu gründen, wo quasi Künstler sich selbst vermarkten können. Die Stroke war aber sehr galerielastig und eben auch nur für den Bereich der Graffiti-Szene, deswegen habe ich 2014 die ArtMOOC gegründet, die vorrangig für das Thema, man nennt das Produzenten, ich mag das nicht so, weil Künstler sind keine Produzenten, sondern Kunstschaffende, agiert und seitdem aber sehr stark gewachsen ist. Okay. Wie siehst du denn dann die Entwicklung der Kunst in der Zukunft, auch im Bereich in Messe? Also 2 Jahre Corona haben eins gezeigt, es geht zwar auch digital, aber der Mensch ist halt einfach ein soziales Tier. Und es gibt durchaus Künstler, die es geschafft haben, online mehr zu verkaufen, gerade über Social Media, was geboomt hat. Jetzt kommt gerade dieses aktuelle Hype-Thema NFTs und Co. Wir selber haben, wir tragen dem Rechnung, indem wir, ich habe jetzt ein Projekt gestartet, das nennt sich Digital Lab, wo es mir darum geht, quasi den Künstlern, den Teilnehmern, als auch den Rezipienten, also den Besuchern, potenziellen Käufern zu zeigen, was können denn aktuelle Technologien tun oder helfen, um die kreative oder die künstliche Wertschöpfung zu steigern. Also nicht jeder braucht ein JPEG und hat ein NFT, sondern wie können mir digitale Kunst oder wie kann mir die Digitalisierung von Kunst helfen, quasi neue Absatzwege zu gehen. Ja, du greifst meine Fragen vor. Das tut mir leid, du hast es mir nicht geschickt. Schlagwort NFT. NFTs haben ja momentan zweierlei Bedeutung. Zum einen für, ich sag mal, den Kunstschaffenden selber, geben Sie die Möglichkeit, die nach dem Urheberrecht zustehenden Nachverfolgung, wer quasi das Kunstwerk zukünftig kauft, um damit auch zukünftig Geld zu verdienen, weil ja eigentlich ein Anteil am Wiederverkauf zusteht. Andererseits aber auch, um die eigenen Werke digital zu vervielfältigen. Das Zweite ist natürlich, dass in dieses Hype-Thema natürlich momentan, das muss man mit Vorsicht genießen, weil ich bin auch schon zur 1999er, 2000er Dotcom-Blase aktiv gewesen. Muss natürlich schauen, was ist jetzt gerade Trend, was ist Hype, weil NFT auf Blockchain basiert, was es auch schon ewig gibt. NFTs selber werden in Zukunft sicherlich omnipräsent sein, weil sie mir erlauben, jedes Kleidungsstück, jedes Werkstück fälschungssicher nachzuweisen. Thema große Marken, Thema Autobauer und Co., wo Sicherheit wichtig ist. Sie werden aber dazu beitragen, dass es einen weiteren Kanal im Bereich Kunst gibt. Das, was jetzt aus meiner Sicht passiert, ist, also ich halte nichts von Arcadonit oder Amiga 500 ähnlichen Piktografiken, die man für so und so viel Ether verkauft, ist jetzt vielleicht so eine sich selbst aufbauende Welle, die jetzt gerade, wo Zentralbanken auch Geld vom Markt entfernen, etwas zusammenbricht, wie man an den Bitcoins und Co. dieser Welt merkt. Ja. Es wird aber zukünftig sicherlich ein weiterer wichtiger Aspekt, Zusatzkanal sein. Denkst du, dass Kunst in der Zukunft allgemein relevanter wird? Also ich kann es sagen mit der Entwicklung der Stroke, die wir hatten. Also wir haben uns damals auf die Fahnen geschrieben, wir wollen, das war 2006, 2007, 2008, bevor es alle auch gemacht haben, wir wollen den Menschen die Kunst näher bringen. Und zwar nicht, wie es IKEA macht oder der Obi macht, aber wir wissen aus eigener Erfahrung, wenn wir eine Galerie hatten, das gibt eine Schwellenangst. Auf den großen Messen siehst du das immer, wenn man dann guckt, sieht ein schönes Bild, aber der Galerist, er hat so eine Art Tüte an sich, wo du denkst, okay, jetzt habe ich die falschen Sneaker an oder ich kann es mir nicht leisten, weil mein Pullover nur von Zara ist oder wie auch immer. Wir merken aufgrund der Resonanz bei den Messen, dass Kunst im alltäglichen Leben sowohl im Bereich Dekoration, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Design-Thema, als auch in der Wahrnehmung, Widerspiegelung gesellschaftlicher Trends eine größere Rolle spielt. Also das wird ein Thema sein. Ich bin ja so ein Star Trek-Fan, ihr kennt alle das Holodeck. Ich glaube auch beim Thema NFT daran, wenn wir irgendwann die OLED-Tapete haben, kommen wir halt nach Hause und sagen, wir nennen sie mal jetzt Uschi, nicht Alexa, Uschi, ich fühle mich nicht wohl, primär Sonnenuntergang. Oder jetzt hätte ich gerne ein Bild von Van Gogh oder wie auch immer. Also das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Was würdest du hier sagen? Du siehst extrem viele Kunstwerke.
Was denkst du, was macht gute Kunst aus? Und was würdest du Kunstkäufern, vielleicht auch Kunstkäufern, die am Anfang stehen, raten? Worauf sollen sie schauen? Also ich habe ein sehr hedonistisches Rangehen. Also ich trenne mich da sehr strikt von diesem reaktionären, traditionsbewussten, klassischen Kunstmarkt mit was darf Kunst, was kann Kunst, wo ich erst 10 nach 4 Seiten lesen muss, um zu verstehen, was diese Konzeptkunst zum Beispiel soll. Mhm. Ich weiß, dass viele der großen Meister auch keine akademische Ausbildung hatten und auch für ihr Essen malen mussten, also kommerziell aktiv waren. Ja. Für mich ist es so, mich muss Kunst ansprechen. Mich subjektiv jetzt einfach. Das macht es auch bei unseren Messen. Die meisten kommen nicht und sagen, okay, was ist das, sondern die sagen, es gefällt mir einfach. Der hedonistische Ansatz, das löst was aus und ich kaufe es. Bei dem Thema Kunst sammeln muss man unterscheiden. Die meisten, die das machen, sammeln erstmal Kunst an, bevor sie anfangen, Kunst zu sammeln. Da spielt sicherlich eine gewisse Leidenschaft und Kapitalstock eine Rolle. Die Empfehlung am Anfang ist, entweder man sagt sich, ich möchte mein Zuhause, meine Wohnung schön gestalten und schaue etwas, woran ich persönlich glaube, weil ich über mehrere Jahre schon gesehen habe, dass jemand wächst. Das ist in den meisten Fällen nicht investigativ, also sprich nicht Investment. Oder aber ich beschäftige mich intensivst mit dem Markt und schaue nach, wo die Stars und Sternchen dieser Zeit sind. Das ist dann leider der kleine reaktionelle Kunstmarkt und investiere da etwas mehr Geld. Okay. Denkst du gerade was, sowas wie persönliche Werte, weil das ja immer mehr jetzt kommuniziert wird, persönliche Werte, persönliche Vision, eigene Persönlichkeit, das das mit Kunst unterstützt wird, wird es in Zukunft mehr werden? Ja, ganz klar. Also wir merken das auf jeden Fall bei unserem Messen, dass die, das muss ich jetzt so sagen, obwohl ich Galeriekunden habe, aber die Masse der Besucher kauft mit sozial gutem Gewissen eher beim Künstler und mag es vor allem ins Atelier zu gehen, mhm. zu schauen, okay, wie arbeitet der Mensch, die Frau, die Künstlerin, der Künstler, wie geht der mit Materialien um, um auch über den Künstler, die Künstlerin was zu erfahren, aber auch, um dann guten Gewissens sagen zu können, ich habe ein Original gekauft vom Künstler und nicht mehr ein Ikea-Plakat. Ein Kinoposter. Ja. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Du hast gerade viel zu tun, deshalb vielen Dank für deine Zeit. Die nächsten Veranstaltungen, die wir auf dem Schirm haben sollten, welche sind das? Also in München ist es die Art Mock im Oktober, die ist vom 21. bis 23. Und vielleicht in Munich Arthouse, wenn Corona es zulässt, Ende November. Okay, also ich verlinke alle Seiten unten. Easy. Und was noch wichtiger ist, schaut auf jeden Fall auf den Messen und den Veranstaltungen vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten liked das Video, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr Interviews dieser Art haben wollt. Und bis dahin alles Gute, wir sind raus. Ciao.